Ziele identifiziert. Wähle Geschlecht und Körperbau. Das machen wir doch glatt. Aber jetzt nochmal richtig herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show. Let's Show DC Universe Online, einem MMORPG, das, wie der Name schon sagt, im DC-Universum spielt. Das ist eine alternative Realität davon. Also es gibt separat Comics von dieser Geschichte speziell. Das ist nicht die normale Geschichte. Superman ist nicht tot und Wonder Woman ist auch nicht tot. Aber man hat schon einige der Helden und Schurken gesehen, die ich erkannt habe, waren Joker, Lex Luthor, Wonder Woman, Superman, Batman, Green Lantern, Black Adam, Circe und weiß ich nicht. Da waren bestimmt noch mal Giganta, da diese Riesin da, die umgefallen ist. Ja, auf jeden Fall hat man gesehen, in dieser Realität greift Brainiac an. Das Spiel ist schon etwas älter, die Grafik ist auch schon etwas älter, wie man vielleicht gleich sieht. Aber fangen wir mit der Charaktererstellung an. Ich glaube, wir zeigen beide einmal hier einen männlichen Charakter, was man hier alles einstellen kann. Mittelgroß. Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mit Hilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Okay. Inspiriert von, das ist eine Vorlage, da kann man sich zum Beispiel jetzt gucken. Ne? Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. An wen er sich anlehnen soll, quasi. Da gibt es eine ganze Menge. Aber ich würde sagen, wir stellen uns einen ganz eigenen Charakter her. Ich zeige noch mal ein paar Erde. Ne? Erde. Okay. Major Force. Mera kenne ich. Das ist hier die Freundin von Aquaman, glaube ich. So. Benutze die. Wähle entweder die Moralität eines Helden oder eines Schurken. Machen wir bei männlichen Charakteren erstmal den Schurken. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Okay, das ist der Stand. Also, wie er quasi im Idle steht, ne? Wenn ihr da in der Welt rumsteht. Einmal ernsthaft, dann steht er da halt sehr massiv da, kokett, so ein bisschen, jo, ist lustiger. mächtig, ja, sich gönnen, ulkig, ja, primitiv ist, glaube ich, so, ja, genau, wild. Schurke, dann nehmen wir den Jo-Bruder, es geht. Wähle einen Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Genau. Ja, jeder hat, also die Schurken haben drei verschiedene Mentoren zur Auswahl. Circe, da geht es um Magie. Also ihr geht dann auch immer, also diese Person wird euch durch den Anfang der Geschichte leiten. Entweder es ist Circe, der Ex-Mutor oder der Joker. Wir versuchen es mal mit der Circe. Oder Circe. Wähle aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Genau. Natur ist Heilung, also als Healer, ist halt ein MMORPG, Zauberei, Geisteskraft ist
mehr auf CC ausgelegt. Eis wahrscheinlich auch. Ne, Verteidigung, okay. Feuer ist auch Verteidigung. Geräte auf CC. Licht ist Kontrolle. Stromstöße am Leben, Erde. Es gibt viele verschiedene, also ich denke, der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Himmel und Elektrizität ist einfach nur in den Effekten der Zaubersprüche. Ich denke nicht, dass es 300 verschiedene Heiler gibt. Schaden macht halt sehr wahrscheinlich Kontrolle. Das ist für den Feuer und seltsamerweise ist Feuer für den Schutz von Verbündeten und nicht auch als Kontrolle. Deshalb nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Kontrolle, Zauberei, Beheilung. Das ist Kontrolle. Ah, Zorn scheint die DD-Fähigkeit zu sein. Weil hier steht weder Kontrolle noch irgendwas. Dann nehmen wir mal Zorn. Die DLC-Pakete sorgen sogar für noch mehr Spaß. Helden und Schurken können sich gleich machen, dass... Oh. Ah, einige muss man sich kaufen. Okay. Sind nicht alle verfügbar. Und woran erkenne ich, welche verfügbar sind? Und welche nicht. Dann nehmen wir Geräte. Wähle einen Bewegungsmodus. Bewegungsmodus, genau. Also einen, der durch die Levels im Fliegemodus quasi vorangeht. Akrobatiker. Ein mit Supertempos gemäß ist. Schweben. Alles klar. Superschurke ist hier. Aber Akrobatik. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet. Handblaster, einhändige Waffen, Stäbe, glaube ich zweihändig, ja. Dual Wield, Zweihänder. Kampfkunst, aha, das ist mit hier diesen Handklingen. Dual Barrel Pistole. Faustkampf. Okay, nehmen wir ruhig mal Gewehr. Sah doch ganz cool aus. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Sehr schön. Kostüm. Dann können wir nämlich das Hauthaare. Aha. Menschliche Haut 2. Ist das ganz oben? Ja. Leopard könnt ihr euch auch. Löwen. Tiger. Wolf. Kristallin. Das ist wie einer von diesen X-Men da. Untot. Ja, nehmen wir mal einen. Nehmen wir. Leuchten, ich zeige erstmal alle. Ne? Barbarisch. Menschliche Haut 1. Lava. Fels. Mumie. Reptil, Pflanze. Das ist halt Poison Ivy, zum Beispiel, ne? Cyborg ist ja bekannt, glaube ich. Dämonisch, Roboter, oh, tätowiert, wütend. Was ändert sich denn bei wütend? Ich merke gerade nichts, was sich da, außer dass die Tattoos weggehen. Aber fröhlich, weise, dann sieht er ein bisschen älter aus, jugendlich.
menschliche Haut 3. Aber wie den Untot? Einfach mal um zu zeigen. Wo war denn das? Jetzt mit mir Reptil, Pflanze, Cyborg, den Untot tätowiert. Hä? Untot? Wo war denn das? Untot. So, Haare. Liverpool? New Troy? Jimmy? Kann ich noch ein bisschen. Rockford. Ja. Irokese. Schön mal. Werte sind da auch also mit dabei hier. Schon Bart. Und da hier Koteletten. Der große Hoff. Also es gibt eine Menge. Und einige muss man leider auch freischalten. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen, den man freischalten muss. Der Dog. Viele ändern sich auch. Bandit. Bandit sieht cool aus, aber passt nicht zu einem Untoten. Luxritter. Kampfsportler bist auch nicht. Auch nicht. Eigentlich passt von den Frisuren so richtig gar keins zu einem Untoten. Bisher. Chopper, Midvale. Southbank, Alter, wie viele es gibt. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Nottingham, Imperialist. Modisch. Aus wie Final Fantasy. Aber so, da habt ihr mal alle männlichen Frisuren gesehen. Alter, dann denke ich mal, wird es bei den weiblichen auch noch mal so viele geben. Das wird ein Spaß. Diamond District, Detektiv. Das würde passen. Metalhead. Das würde ich auch gerne nehmen gleich. Hoffentlich muss man das nicht kaufen. Wrestler. Das fehlende Bindeglied. Krieger. Das sieht aus, als ob er Würste auf dem Kopf hätte. Weißt du, das sieht alles gleich aus. Mit anderen Bärten natürlich. Dreadlocks. Stachelig. Nee, das sieht aus wie Final Fantasy. Oder wie Dragon Balls. Land. Ich überspringe mal dieselben Frieden, bis wir bei einer neuen Friedensstifter passt natürlich nicht zu einem Schurken. Das wäre dann aber eher eine Glatze oder ist das eine Halbglatze? Nee, ist eine Glatze. Patriarch. Das sieht aus wie geil von Street Fighter. Chefredakteur. Das könnte auch J. Jonah Jameson sein. Frage mich, ob die den genommen haben, obwohl der von Marvel ist. Glenn Morgan. Die beiden, Marvel und DC, waren ja früher eine Firma und dann haben sich irgendwann aufgetrennt und sich um ihre Superhelden gestritten, wer welche bekommt. Ab und zu gibt es dann so Crossovers. Aber ansonsten haben sie gar nichts mehr miteinander zu tun. So, wie hieß denn das nochmal gerade? Antihelden-Türkisch? Nein. War das Stachelig? Nein. Nein. Jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Dienstag. Böses Genie. Hier war das so Metalhead.
das ist jetzt unseres. Hauthaare. Weiter. Nein, zurück. Download erfolgreich. Zurück. Ihr dürft nicht auf weiter, ihr müsst auf zurückgehen. Er behält das so bei, aber wenn ihr weitergeht, kommt ihr schon zum Ende des Charakterstellens. Körper. Hauthaare. Ausrüstung. Helm können wir den geben. Okay. Aber wie ich schon mal gesagt hatte, ich bin nicht so der Freund von Helmen. Ich zeige sie natürlich gerne mal alle. Auch hier gibt es eine ganze Menge. Das würde zum Beispiel zu der Frisur passen, aber ich bin immer noch kein Freund von Helmen. Aber soweit ich weiß, gibt es auch nur reine Augenmasken, die nur die Augen verdecken. Militärischer Zombie. Aber im Prinzip schon nice, dass es so viele Optionen gibt. Dafür sparen sie wahrscheinlich an den Schiebereglern. Also am Gesicht kann man dann nicht mehr so viel verändern. Das geht eher durch Haare und so weiter. Aufflügel, V gekreuzt. Visier? Das ist auch. Roller Domino, Centurio. Und Zyklo. Nichts. Aber ihr habt sie alle mal gesehen. Gesicht. Gesicht nichts, was? Nein, nein. Achso. Ah, okay. Geht dahin. Dann ändern wir nichts. Wir können Augenklappe hoch. Das ist das Emblem. Gesicht. Wollte hier noch die Masken zeigen. Ja, sowas wäre cool, ne? Biker, das würde ich vielleicht eventuell, aber halt auch nicht für Not unbedingt. Das hier nicht so, also zum Glück, ich finde es ja gut, dass es so viel ist eigentlich. Aber ich will auch nicht ewig hier durchscrollen. So, das hier wäre eine reine Augenmaske. Lassen wir das auch so. Emblem hatten wir ja gerade. Einfache Buchstaben oder Symbole wie Mond, Pfeil, Pfote. Ich drehe den mal ein bisschen. Sieht man das besser? Peak. Das ist auf dem Rücken auch. Ne? Rakete. Wir müssen natürlich was Böses nehmen für. Ja, hier so ein Totem. Hier sehr, sehr viel Option. In dem Totem, passt zu einem Totem, denke ich mal, Hemd. Ah, okay, man kann da noch
nehmen. Dann habe ich vielleicht zu früh gewählt mit dem Emblem. Genesis, Schulhof, ja, also so legere Sachen gibt es auch. T-Shirt. Top. Na, ich denke, das, was wir anhatten am Anfang, war schon cool. Rex-Anzug. Anliegen war das, ne? Ja. Rücken, Cape, wahrscheinlich. Ja. Ja. Flügel gehen auf. Schurken, die man erstellen möchte, ist irgendwas dabei. Wir würden zerfetzt nehmen. So. Ne? Guten Hammer, Hände. Oder auch andere Handschuhe nehmen. Manche sehen sehr, sehr komisch aus, passen nicht alles zu allem. Ganz übertreiben möchte. Ich glaube, das möchten wir. Also. Taille. Auch hier gibt es Metalhead. Das wäre das hier. Oh, okay, das sieht jetzt nicht so. Biker. Ja, das sieht doch cool aus. Biker. Ich zeige noch mal ein paar andere. So. Das war eine Vernietet. Ja, aber hier, der war schon. Biker war, glaube ich, am besten. So. Und Hose. Man könnte ihn auch in Unterhose umgekehrt anliegen. Kurze Hose. Metal-Headset. So, und sogar Stiefel könnte ich mal verpassen. Biker, Business, Freizeit. Ah, okay, es gibt eine Menge. Hochgepflegt, militärisch. Hierzu passt am besten dieses Nichts. So, dann haben wir das. Und ihr könnt natürlich die Ausrüstungsfarbe ändern. Ihr könntet die theoretisch, ich mache es jetzt mal einfach beispielsweise. Wie seht ihr, wie sich der eine Teil ändert? Wenn ihr dann damit fertig seid und die andere Farbe auswählen, dann klickt ihr halt auf die 2, dann ändert sich hier dieser Teil. Aber es ist ein bisschen dürfte das Cape dann sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wir können ihn drehen, ja. Nee, das ist nicht das Cape, was ändert sich dabei? Ah, um das Emblem herum ein bisschen was. Ich denke, das ist jetzt nicht so wichtig. Und 4 ist. Sehe ich nicht, was sich ändert. Ist aber auch okay so.
das war die Ausrüstungshautfarbe, kann man natürlich ändern. Dann nimmt er die Kleidung einmal kurz ab. Wie komme ich denn hin? Was war das? Haarfarbe, wobei wir haben keine Haare. Das wäre dann die Stachelfarbe, kann man ändern. Die Augenfarbe und Make-up kann man auch noch draufpacken. Zurück. So, und zurück. Statur, mittelgroß, kampffertig, also die Größe ist egal, steht auch hier für die Kampffertigkeiten. Das ist halt nur die Körperform. Also Mini nehmen, noch miniger. Akrobat ist halt schlaksig. So einen richtigen Bud Spencer. Ja, also. Der sieht schon fast so ein bisschen wie Hulk aus. Nehmen wir den auch, oder? Ist ja jetzt auch. Ne? Schlecht männlich. Kraftwaffe, Gewehr. Ja. Und das war die männliche Charaktererstellung.